Herzlich willkommen zum Dela Kochstudio. Küchenkokolores mit Jonas und Dela. Heute aus dem Hauptstadtstudio Delanistan. Hallo und herzlich willkommen zum Dela Kochstudio. Bei mir ist wie immer mein wundervoller Assistent, der Jonas. Hallo Jonas. Hallo Dela. Was wollen wir denn heute tun? Wir wollen heute Vorbereitungen treffen, um Schinken zu machen. Lachsschinken, um genau zu sagen. Denn es ist ja jetzt kurz nach Weihnachten und der Weihnachtsschinken ist ja in unserer Ehe ein wichtiges Element. Und deswegen dachten wir, wir machen Schinken. Genau. Was passiert jetzt? Wir haben uns ein paar Schweinelachse besorgt. Es sind keine Fische, für die, die es nicht wissen, sondern ist ja die Lende vom Schwein, vom großen Schwein, also nicht diese kleinen, dünnen, aus denen man Medaillons schneidet und so, sondern die, aus denen dann Rückensteaks werden. Die werden wir so in ungefähr Kiloportionen aufteilen, werden die dann von den Sehnen außenrum befreien. Und anschließend mit einer Mischung aus Gewürzen und Pökelsalz einpökeln. Okay. Und wenn du sagst, ein Kilo Stück Fleisch ungefähr, wie ist da so der Gewichtsverlust? Also was kommt dann am Ende raus? Ich denke mal, 40% gehen mindestens verloren an Gewicht, an Wasser. Nur damit das die Menschen ungefähr schätzen können, wie viel sie dann wirklich brauchen. Ja. Gut. Was soll ich tun? Was brauchst du? Wir machen jetzt erstmal die Gewürzmischung parat. Und ja, ich verlinke euch am besten das Rezept, weil es ist auch nicht von mir, sondern ich habe mich da in diesem weiten Internet bedient. Und ich lese ja gerade vor, was da reinkommt, die Mengen sind ja egal. Also, Pökelsalz, Traubenzucker, brauner Zucker. Bisschen Vitamin C, schwarzer Pfeffer, Koriander, Wacholderbeeren, Knoblauchgranulat, Lorbeer und Thymian. Frage zu dem Vitamin C. Das hat ja an sich keinen Geschmack in dem Sinne. Wofür ist das da? Hat das einen chemischen Hintergrund? Ich glaube, das ist als Konservierungsmittel gedacht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß, das wird bei Wurstwerden als Konservierungsmittel eingesetzt. Das heißt immer Ascorbinsäure. Da denken die Leute immer, das ist böse, aber das ist nichts anderes als Vitamin C. Okay, gut. Wir brauchen ein kleines Schüsselchen und eine kleine Waage, nehme ich an. Genau. Der Mensch, der das Rezept gemacht hat, hat, seit ich mir das ausgedruckt habe, das verändert und hat aus schwarzem Pfeffer bunten Pfeffer gemacht. Das erklärt nämlich auch, warum ich bunten Pfeffer gekauft habe, weil ich habe nämlich auf die Internetseite geguckt beim Einkaufen. So rein gewürztechnisch, auf welchem preislichen Niveau bewegen wir uns dann? Ich habe jetzt mal gekauft halt alles in größeren Mengen. Gar nicht groß. Also ich habe hier halt das teuerste waren der Pfeffer 100 Gramm für 3 Euro, dann die Lorbeerblätter waren 1 Euro für 20 Gramm, Thymian auch. Ja. Also das geht. Das macht eigentlich auch. Genau, ich habe jetzt mehr gekauft, als wir für jetzt brauchen. Okay. Also ich habe mit allem, was ich noch für andere Sachen gekauft habe, jetzt hier 20 Euro bezahlt, da sind 5 Euro schon Versand. Also, ja, okay. Also ich denke noch, 6, 7 Euro habe ich jetzt für die Gewürze bezahlt, aber da... Ja. Wie gesagt, das Fleisch ist natürlich eure Wahl, was da so preislich gibt es da ja auch große Unterschiede, aber das könnt ihr nach eurem Gewissen entscheiden und nach den Mengen, die ihr braucht. Genau, also da denken gute Zutaten machen... gute Produkte. Genau. Wir sollten vielleicht auch jetzt mal gucken, wie viel Fleisch wir überhaupt haben. 2 Kilo. 3,8. 4,5. Ja, 4,5 Kilo. Was steht da bei Traubenzucker?
Gelbe Bleistiftzahlen oder die? Die richtigen. Traubenzucker 5 Gramm. 5 sind 22,5 Gramm. Was ist NPS? Das ist das Räucherbürgelsalz. Genau. Ja, das kommt jetzt auch nicht aufs letzte halbe Gramm an. Weil das ja eh drin geschult wird, sag ich mal. Ja, und hier die Waage zum Beispiel kann auch gar keine halben Gramm. Also, ich meine, wenn man jetzt 1 Kilo macht, dann ist das vielleicht mehr von Interesse, aber bei der großen Menge, da verläuft sich das halt. Okay. Auch. So, was kommt als nächstes? Also es war zuerst war NPS, das haben wir noch nicht genannt. Genau. Dann Traubenzucker, den haben wir gerade. Brauner Zucker auch 5 Gramm. Das heißt, wir nehmen normalen Zucker. So, wir haben keinen Braunzucker aus logistischen Gründen oder Vergesslichkeitsgründen. Deswegen nehmen wir normalen Haushaltsarminadezucker. Das waren 5 Gramm. Auch 5 Gramm, also auch 22. Dann Ascorbat 0,5 Gramm. Wie viel war das jetzt umgerechnet? 2,25, weil. Ja, also. Habe ich jetzt nicht extra gerechnet, weil es ist ein Zehnt von dem der vorherigen. Ja, stimmt. Gut. Schwarzer Pfeffer. Da steht keine Zahl dabei. Achso, ja, da hat er es gesagt. Insgesamt 10 Gramm Gewürzmischung. Achso, ja, genau. Das ist das, wo ich immer ein bisschen. Kann ich mal. Der Pfeffer ist jetzt nicht gemahlen, sondern das sind Pfefferkörner. Genau, die tun wir dann nachher in den Mäuser. So, jetzt sagt jetzt 9,2 Gramm. Also machen wir die Waage erstmal wieder an. So, wo habe ich denn den Mäuser hingetan? Da waren die Beine, oder? Handbuch? Ich tue das erstmal nur da rein als Zwischenlage. So, Wunderpfeffer ist drin. Dann Koriander. Habe ich auch nicht gekauft, weil ich das daheim hatte und habe es vergessen einzupacken. Hast du Koriander? Nein. Gut, dann nehmen wir keinen Koriander. Oh Mann. Was sind wir Helden? Was bin ich ein Held? Warte, ich gucke noch mal vorsichtshalber, aber ich bin mir recht sicher, dass ich keinen habe. Aber Koriander ist ja eh komisches Zeug, das nicht jeder mag. Von daher werden wir das jetzt als künstlerische Freiheit. Genau. Ach ja, wie toll das war, dass Lorbeerblätter 36 Stück und ich die in schon zerkleinert geholt habe. Also 6 Kilo, ja, das ist ein bisschen viel. Das schätze ich jetzt einfach so. Knoblauch, Granulat. Auch wieder so um die 9 Gramm. Wacholderbeeren. Da haben nämlich 10 Stück pro Kilo. Und ein bisschen Thymian. Da habe ich auch die gleiche Menge genommen wie beim Pfeffer, also auch so 9 Gramm. Wir nehmen hier aber auch immer getrocknetes Zeug, ne? Also das ist alles nicht. Genau, weil das lässt sich einfacher handhaben und verfügbar sein. Genau. Idealer wäre auch eine Feinwaage dafür. Mhm. Aber. In einem Haushalt, in dem es weder braunen Zucker noch Koriander gibt, ist eine Feinwaage zu viel Waage. Ja, und meine Feinwaage ist kaputt gegangen. Die geht einfach nicht mehr an. So, es wird nun Gewürze. Hierfür empfiehlt sich die Anschaffung eines kräftigen Assistenten. Ich habe nämlich gestern versucht, diesen Mörser auch nur, also die Schüssel hochzuheben und bin daran schon gescheitert. Ja, das ist ein. Ich denke mal, das ist Granit oder so. Damit nur so. Ja, der. Der hat schon ein bisschen Gewicht. War ich so das? Eine Anekdote. Mit diesem Mörser habe ich auch mein erstes Marzipan gemacht. Ich war nämlich so verrückt und habe die
Mandeln hier drin klein gemörsert. Okay. Weil ich den großen Satz reicht, dass man die auch in den Mixer wirft. Ja gut, und für WhatsApp brauchst du halt auch echt große Mengen, nicht? Ich glaube, ich habe mit einer kleinen Testmenge angefangen. Ja. Also 500 Gramm. Ja, es macht sich Pfeffer und, na gut, Wacholder rieche ich jetzt nicht raus, aber auf jeden Fall bunter Pfeffergeruch breit. Mhm. Das ist also der Teil, wo ihr eure Weihnachtsaggression auch schön abbauen könnt. Wir haben jetzt das Gemüse dazu den anderen Gewürzen zugegeben. Genau, und jetzt gucken wir mal, wie viel Salz wir brauchen. Ja, 160, 170 Gramm. Mhm, viel Salz. Soll ich das noch irgendwie mit den Händen ein bisschen durchmischen, oder? Nee, ich habe ja vorhin den Eimer geschüttelt und gerührt und. Nee, ich meinte das. Also, ja, das machen wir gleich mit dem Pökelsalz zusammen. Mhm, okay. Ja, bei Pökelsalz, ich habe ziemlich oft in irgendwelchen Foren gelesen, dass das nicht so richtig lange lagerbar wäre, weil sich das Nitrit am Boden absetzt und so. Das kommt mir bei einer mineralischen Verbindung irgendwie sehr unwahrscheinlich vor. Und das, was ich habe, ist nun mal ein bisschen alt. Und ich habe mir gedacht, selbst wenn es so sein sollte, dann rühre ich das einfach durch und dann ist das wieder okay. Mhm. Ich weiß nicht, warum die Floristen da nicht selbst auf die Idee gekommen sind, das nochmal neu zu mischen. Aber ja. Ich habe hier einen großen Eimer. Manchmal stellen, was brauchte und da gab es nur eine 10 Kilo Einheit. Genau, weil das Internet nicht schnell lieferte und der Großmarkt vor Ort war. Dann hole ich mal den Kuchentopf. Wir haben jetzt quasi einfach den Topf auf die Waage gestellt und füllen jetzt in den Topf größere Mengen von dem Pökelsalz. So, ja, in den großen Topf kommt jetzt dann der Rest. Na, das ist jetzt schön vermengt. Ja. Und das können wir jetzt eigentlich auf Seite stellen. Mhm. Und dann machen das Fleisch. Okay. Zu portionieren und parieren. Wird der Schinken irgendwie vorher gespült oder irgendwas? Der wird auf jeden Fall abgetupft, weil wenn ich mir die Packung ansehe, dann sieht das aus, als ob der Zimt in einer ja, in seinem eigenen Saft schon. Deswegen werde ich ihn wahrscheinlich ein bisschen abwaschen und dann tropfen. So, und das ist jetzt quasi wirklich Spitzen vom Schwein. Genau. Warum heißt es Lende, wenn es gar nicht Lende ist? Lachs und Lende ist das gleiche, es sind nur zwei unterschiedliche Namen für die gleiche Sache. Ja, nein, aber Lende ist ja eigentlich. Ja, nee, Lendenmuskel geht. Hier entlang ist. Okay. Mit der Routine. Es zieht wohl auch nach vorne rein, irgendwie, aber ich bin kein Anatom. Okay. Ja, generell, wie gesagt, Fleisch holt ihr bei den Menschen eures Vertrauens. Genau, oder des kriegsten Misstrauens, oder da, wo ihr euch das leisten könnt. So. Aber nicht bei den Produzenten Wurst und wurstähnlicher Erzeugnisse. Wenn man will, auch dort. Liebe Grüße an das Volk. Der Vorteil beim Weihnachtswetter gerade ist, man braucht keinen großen Kühlschrank, um das ganze Fleisch zu lagern, sondern kann es auch einfach draußen liegen lassen. So, das war natürlich nicht durchdacht. Brauchst du noch ein Zweitbrettchen? Nein, das geht. Ich muss noch ein bisschen schichten. Umlagern, genau. Und ein Tellerchen in ihrem Verhältnis, wo ich die Abschnitte von der Sehne rein tun kann. Grundsätzlich wollt ihr ordentlich ein Messer in eurem Haushalt haben, also anders als ich. Ja, das eine hast du ja hier, auch wenn niemand weiß, wie es hergekommen ist. Das könnte hergekommen sein beim letzten Mal Schinken machen. Nee, ich habe das irgendwann mal hier entdeckt bei dir. Schon vorher und dachte mir, ja cool, das ist ein Küchenmesser, mit dem ich umgehen kann. Wobei es ja auch echt interessant ist. Das ist bei Maus halt keine ordentlichen Küchenmesser. Ja, das ist jede Menge Messer, die er sagt. Gibt aber
Beim Küchenmesser hörst du es dann auf. Ja, weil es tatsächlich für mich so ist, dass ich recht wenig spannende Dinge zubereite, so generell. Und dieses eine gute Küchenmesser halt ungefähr die Länge meines Unterarms hat. Und ansonsten alle meine Messer halt normale kleine Zubereitungsmesser sind, die jetzt nicht spektakulärer sind. Ja, aber es hätte sich ein nicht für dich nutzbares Messer... Es würde dich nicht Nutzbarkeit von Anschaffung an abhalten, weil ich finde allein, dass es ein schönes Messer ist. Ja, ich kann ja nichts dafür, dass du dich weigerst, mit meinen Jagdmessern umzugehen. Wir haben eine zu breite Klinge für diese Arbeit. Ich habe auch noch irgendwo ein Ausbeinmesser. Ich muss es nur finden. Und nein, ich möchte keine Fragen darüber beantworten, warum ich im Besitz eines Ausbeinmessers bin. Ich habe auch einen Cutscanner, aber ich befürchte, da ist für solche Arbeiten auch ein bisschen zu. Nein, ich glaube, der Punkt ist tatsächlich, dass ich für Küchenmesser einfach zu geizig bin. Ja, das verstehe ich. Wenn man sie nicht nutzt, dann ist man nicht bereit, dafür auszugehen. Mach auf. Ich weiß nicht, gibt es irgendwelche Tiere, die Sehnen und sowas essen dürfen können wollen? Oder ist das nicht verdaulich? Darf man das auch dem Hund nicht geben? Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich denke, wenn der Hund darauf rumkauen will, dann schadet ihm das auch nichts. Aber was ein richtiger Fleischfresser ist, der frisst ja im Zweifel auch die Haut und alles. Ja. Aber wir wollen das hier nicht ohne schlechtes Gewissen empfehlen, weil wir keine Ahnung haben. Es ist einer der Unique-Sending-Points dieses Podcasts. Wir haben keine Ahnung. Es ist noch kein Wissen statt Halbwissen. Sowas bringt mich ja immer dazu zu überlegen. Wenn du jetzt bei mir den ganzen internen Quatsch ausrechnen würdest, so Knochen und Organfleisch und Blödsinn, wie viel echtes Fleisch da noch übrig wäre, gewichtsmäßig. Weil wenn ich mir das angucke, das sind jetzt hier 4 Kilo, hast du gesagt? Ja, 4,5 Kilo. Also aus der Menge könnte man meinen Oberkörper komplett nachbauen. Ja, gab's da nicht irgendeine wissenschaftliche Studie, die auch den Ig Nobelpreis bekommen hat oder so, die mal ausgerechnet habe, warum der Mensch als Nahrungsquelle für andere Menschen gar nicht so gut geeignet ist. Ja, aber ich glaube, da ging es nicht unbedingt um den kalorischen Wert, sondern... Auch. Ach so. Kalorischer Wert, dann die Gegenwert, die so ein Mensch normalerweise hat. Und, naja, und vor allem halt solche Sachen wie... Nahrungsketten, Stapelung und solche Sachen. Das heißt, dass sich Giftstoffe über die Nahrungskette weitergeben. Ja, ich glaube, das war zumindest in der, ich meine, nicht beachtet. Eigentlich wirklich drum quasi die Kalorien, die so ein Mensch enthält, hinzustellen. Genau. Ja. Und so eine Kuh hat viel mehr Kalorien. Ja, aber so eine Kuh ist auch weitaus weniger nervig als so ein Mensch. Ich denke, das sollte man dir vielleicht noch auch mit einkalkulieren. Ja, aber... Ja. Nein, ich weiß nur, es gab da irgendwann mal eine toxikologische Studie, die halt dann so mehr oder weniger herausgefunden hat, dass das toxikologisch nicht klug ist. Das kann sein, da bin ich vollkommen raus. Ich denke fast an, ich habe hier jetzt auch ein halbes Kilo Sehne und halt dran hängt das Fleisch rausgeschnitten, weil ich bin nicht der allerbeste, der allersauberste Schneider hier, aber ich mache das ja auch nur ausprobieren. Genau, und halt nicht so richtig häufig. Jo, jetzt haben wir 6 tolle Fleischstücke, die in Klinken verwandelt werden wollen. Mhm. Foto machen? Ja. Nächster Punkt, Hände waschen. Produzentin müsste man sein. Schön zurückgelehnt. Ja, fantastisch. Hände im Kopf. Das wäre Hände im Kopf. Ja, kann ja kein. Zwischenfrage. Hast du Küchengarten? Nein. Nein, gut.
Das macht auch nichts. Ich glaube, daran hat es letztes Jahr auch schon geklemmt. Ja, das kann sein. Brauchst du eine Schere? Nein, ich hatte ein Messer. Ich behaupte einfach, dass das genug ist. Wahrscheinlich ist es zu viel. So, wir haben jetzt hier ein paar Meter Schinkennetz, irgendwie, weiß ich, 3 Meter oder so, dass wir auf unser leider nicht patentiertes, aber sehr hochprofessionelles Schinkennetz auf die Apparello ziehen werden. Ich mache euch auch ein Foto davon. Es funktioniert sehr ähnlich wie ein Weihnachtsbaumverpackungsapparat. Man zieht erstmal das Netz darüber, schiebt dann. Wenn ihr wüsstet, wie viele schlechte Witze ich mir gerade verblecken muss. Schiebt dann den Schinken durch und das Netz wickelt sich darum. Man macht erst das Netz und dann legt man den Schinken ein in diese Würzmischung oder macht man erst die Würzmischung und dann? Man macht erst das Netz, dann die Würzmischung. Aha. Weil das hat den bedeutenden Vorteil, dass der Apparat hier nicht von innen sehr schmutzig wird. Ja. Voll gewürzig. Okay. Ja, die Geräuschkulisse ist auch ähnlich. Also wenn das so hart sagt, dann würde ich halt so hart sehen. So, also es wird jetzt an dem hinteren Ende dieses Netzes ein Knoten gemacht, damit das wieder zu ist. Genau. Ich weiß beim besten Willen nicht mehr, warum ich mir diesen Apparat eben so lang geholt habe. Vielleicht irgendwelche Komplexe, aber. Naja, gut, oder ging es da wirklich um die Massenproduktion, dass man da quasi gleichzeitig mehrere Stücke reinwirft? War vielleicht die Überlegung. Funktioniert es aber halt nicht. Mach doch lieber größere Schnitte, dann kannst du leichter knoten. Ja, stimmt. Wo bekommt man so ein Schinkennetz? Ich habe das genauso wie auch Wurstbällen und die Gewürze von hausschlachtebedarf.de. Mhm. Also, es gibt sicherlich auch andere Fleischereibedarfgeschäfte, aber der verkauft auch an Privatkunden. Ja. Deswegen ja, ist das meine Anlaufstelle. Und aus was ist dieses Zeug, das dann das Pökelsalz das nicht auch zersetzt? Das Pökelsalz zersetzt ja nichts. Naja, aber das ist doch recht aggressiv. Ich meine, wenn du Dinge ins Salzwasser legst, ist das ja auch aggressiv. Ja, nee, das Salzwasser an sich macht nichts, aber das Salzwasser erhöht, glaube ich, die Korrosionsfähigkeit davon. Und da das Pökel normalerweise unter Sauerstoffausschluss geschieht, korrodiert dann nichts. Ach so. Das Salz sorgt eigentlich auch hauptsächlich dafür, dass Wasser aus dem Fleisch rausgezogen wird. Mhm. Es wird quasi künstlich getrocknet. Nein, feuchte Sachen tendieren dazu zu schimmeln. Gar nicht zu werden. Deswegen ist Trocknen von Lebensmitteln eigentlich immer eine gute Sache, um sie haltbar zu machen. Mhm. Ja, auch Kräuter oder selbst getrocknete Tomaten, die gibt es ja auch in trocken, also nicht eingelegt, sag ich mal. Als nächsten Punkt werden die Fleischstücke in unserem, Pökel, Salz, Gewürz, Mischzeug schön eingerieben und anschließend vakuumiert. Mhm. Und das machen wir immer direkt einwirken und vakuumieren, weil sonst besteht die Gefahr, das ist mir schon mal passiert, dass schon zu viel Wasser aus dem Fleisch gezogen wird. Und dann hast du Flüssigkeit in einem Vakuumbeutel und der sorgt dafür, dass
die Schweißnähte nicht dicht werden, dann ist die ganze Sache sinnlos für die Katz. Gut. Wir brauchen also ein Wackelmührgerät und Strom. Genau. Und weißt du, denn, das gelöst wurde in Zeiten, wo es so Wackelmührgeräte noch nicht war? Ja, da hast du Stein- oder Tonkrüge genommen oder auch Fässer. Mhm. Hast da das Fleisch dann in Salzlake meistens gelegt. Und oben einen schweren Steinhaufen oder so, dass der halt dafür gesorgt hat, dass das Fleisch unter Wasser bleibt. Mhm. Und dass quasi kein Kontakt mit dem Luftsauerstoff. Ja, jetzt haben wir alle Stücke einvakuumiert. Ja. Die kommen jetzt so 3-4 Tage in den Kühlschrank, beziehungsweise wir legen die raus. Ich würde jetzt Waschhaus tun. Ja. Dass die Stücke gelagert werden. Wenn man sie in der Box hat, dann ist es, wird empfohlen, die alle paar Tage mal oder jeden Tag einmal zu wenden, auf den Kopf zu drehen oder so. Bei dem Vakuum-Ding mache ich das eigentlich nicht. Mhm. Das hat bisher auch nicht geschadet. Okay. Gut, dann melden wir uns wieder, wenn es alles richtig vorgeschrieben wird. Genau, dann bis gleich. Bis dann, ciao. So, willkommen zurück im Dela Kochstudio, Teil 2 der Schinkenproduktion. Wunderschöner Assistent, was tun wir jetzt? Wir haben jetzt schon die Schinken aus ihrem Vakuumpökelschlaf geweckt. Also sprich. Nach wie vielen Tagen? Hm? Nach wie vielen Tagen? Nach 3 Tagen. Mhm. Wir haben die aufgeschnitten, ins Waschbecken gekippt. Und jetzt wird die ganze Kräutermischung abgewaschen. Mhm. Und dann werden die abgetupft und einen Tag lang oder über Nacht aufgehängt, damit die ein bisschen an der Luft austrocknen können. Okay. Und das war es im Prinzip auch für diesen Schritt schon. Okay, wir hören uns dann das nächste Mal beim richtigen Räuchern. Ciao. Tschüss. Ja, wir sind zurück beim Dela Kochstudio in der Schinken-Edition. Und wir hatten in dem letzten Teil dieser Folge den Schinken gewürzt und einvakuumiert. Wie ging es denn ab da weiter, Jonas? Ja, der Schinken ist wie viel waren es? Ich glaube, knapp 4 Tage lag der im Kühlschrank und hat vor sich hingepökelt. Mhm. Ja, anschließend haben wir den rausgenommen, abgewaschen und über Nacht aufgehängt, sodass er ein bisschen abtrocknet. Mhm. Wir haben das ein bisschen russisch gemacht. Wir haben ihn einfach an Bindfäden an Kleiderbügel gehängt. Aber es geht grundsätzlich nur darum, dass er einen kuscheligen, warmen, trockenen Ort hat, richtig? Trocken schon. Nicht zu trocken. Mhm. Und auch nicht zu warm. Also so, ich sag mal, 18 bis 20 Grad. Ja, also okay. Knapp unter Zimmertemperatur ist da ganz gut. Mhm, okay. Gut, wir haben dann also diese Schinkenstücke abgewaschen, getrocknet und einen Tag lang ruhen lassen oder 2 Tage lang. Das ist relativ verhandelbar, oder? Es braucht halt nicht mehr als einen Tag oder auch eine Nacht reicht da. Mhm, okay. Ja, und dann geht's ans Räuchern. Was braucht man zum Räuchern und wie tut man das? Man braucht im Prinzip einen abgeschlossenen, feuerfesten Raum, beispielsweise einen Räucherofen oder auch einen Kugelgrill geht. Mhm. Wir haben es jetzt mit einem Kugelgrill gemacht. Und Räuchermehl. Und was ich recht gut finde, ist noch so eine Räucherschnecke, wo man das Mehl reintut. Man zündet eine Seite an und dann klebt das kreisförmig ganz langsam in die Mitte hin rein. Weil das erspart viel Nachgucken, brennt's noch, glüht's noch und so weiter. Genau, also dieses Räuchermehl wird einmal angezündet und glüht dann langsam durch. Man braucht quasi weder Kohle noch irgendwas anderes. Und im Garraum dieses Grills oder dieser Räuchereimer-Geschichte
ist eben das Räuchergut, das eigentliche. Genau, das kann man je nachdem, was man halt hat, entweder aufhängen oder auf den Rost legen. Mhm. Wir haben es diesmal halt gelegt. Und ja, dann wird das halt angezündet und wird dann ja normal in Ruhe gelassen. Genau, und dann für mehrere Stunden, so 6 bis 8 Stunden, da drin räuchern gelassen. Mhm. Wie ist denn so der preisliche Faktor von diesem Mehl? Ich glaube, für einen 20-Kilo-Sack irgendwie 15 Euro geteilt. Also das ist zumindest in großen Gebinden fast vernachlässigbar. Okay, sehr schön. Gut, und ja, wir haben jetzt das Zeug hingelegt, weil wir es eben im Kugelgrill gemacht haben. Und dadurch haben wir mehrere Räuchergänge gemacht. Wir hatten jetzt, glaube ich, insgesamt 3. Ist das richtig? Genau, also normalerweise mache ich 2, wenn es hängt. Nur nach den 2 haben wir die mal umgedreht und haben gesehen, auf der Unterseite waren die noch ziemlich blass und da haben wir noch einen dritten hinterher geschoben, damit halt die Unterseite auch ein bisschen Farbe bekommt. Genau. Ja, und damit ist das Räuchern im Prinzip abgeschlossen. Was passiert danach? Dann werden die Stücke von ihren Schinknetzen befreit und nochmal einvakuumiert für ich glaube, 3 Tage wieder, dass das halt, sich quasi das Aroma schön im Schinken verteilen kann. Ja, und dann sind wir auch schon fertig. Okay, dann war es mir wie immer eine Ehre, mit dir erlesenste Speisen zuzubereiten. Und ich danke auch den Hörerinnen und Hörern fürs wieder dabei sein und fürs Zuhören. Und wir hören uns dann demnächst wieder zu einer weiteren Folge des Dela Kochstudio. In diesem Sinne, tschüss. Tschüss.